Servus Whisky-Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute habe ich tatsächlich mal was vom Brühler Whiskyhaus auf dem Tisch. Und zwar den South Islay von The Dream of Scotland in der CS-Version Batch Nummer 3. Ja, viele von euch werden es kennen, das Brühler Whiskyhaus unter Marco Bonn. Ich hatte noch nie eine Abfüllung von A Dream of Scotland. Heute ist es mal soweit. Ich habe in einem Sample Set ein Sample dabei, und zwar von diesem South Islay mit 56,4%. Ein Nas Whisky, also kein Alter. Sherry Cask gereift und fast stark ohne Kühlfiltrierung oder Färbung. Ich habe mir ja noch ein paar Details dazu aufgeschrieben. Wie gesagt, ist es ein Nas-Whisky. Was wir wissen, ist, am 6.3.2019 wurde diese Flasche abgefüllt. Wir haben die Fassnummer 19003, Batch 3, und von der Flasche gab es 338 Abfüllungen. Man weiß nicht, was es ist. South Islay, ja. Wer weißen, bringt nichts. Ich werde jetzt einfach den Whisky verriechen, verkosten und dann schauen wir mal, was das sein könnte. Vielleicht löst es dann ja einer in den Kommentaren auf. Die Farbe, wir haben ein dunkles Strohgelb ins Gold gehend. Ihr müsst entschuldigen, das Glas ist etwas dreckig, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hat ein paar Kalkflecken, aber das ist ja halb so wild. Wir probieren ihn zuerst mal ohne. Mit den 56,4% ohne Wasser, und dann je nachdem geben wir zum Schluss noch ein bisschen Wasser hinzu, um zu schauen, was passiert. Der Whisky ist schon eine Weile im Glas. Nase rein. Eine schöne Süße. Vom Sherryfass ein schöner Rauch. Ja, ich bin schon mal reingefallen bei Mystery Islay vom Waldhaus am See von Signatory Vintage. Da habe ich auf ein Lagavulin getippt, war dann an Laphroaig. Hier habe ich wieder vom Rauch her, würde ich jetzt sagen, Lager. Lagavulin, aber eben, kann natürlich auch hier wieder falsch sein. Eine schöne maritime Note, ein bisschen Jod, Seetang, salzige Meeresluft. Würde ja alles wieder passen. Ja, ich würde jetzt auch, ich sage es jetzt hier nochmals, ich würde sagen, das ist ein Lagavulin. Auf jeden Fall ein junger Lagavulin. Ich weiß nicht, ob es lange Lagavulins gibt. Höchstens lang gelagerte. Ist nicht sehr alt. Ich würde jetzt auf 6-7 Jahre tippen. Ja, eine schöne süßfruchtige Nase bei den roten Früchten. Etwas leicht Kühlendes hat er. Der Alkohol ist spürbar ein bisschen. Nicht wahnsinnig komplex, aber eine sehr süffige und eine, ja, einladende Nase. Jetzt zu Beginn. Auch etwas Asche. Feuriger Rauch. Artback würde ich jetzt nicht sagen. Dazu ist mir der Rauch zu wenig, wie soll ich das sagen, zu wenig dicht, zu wenig Schwelerauch. Das geht schon Richtung Lagavulin. Für Laphroaig ist es mir ein bisschen zu wenig medizinisch. Aber eben, wie gesagt, ich bin bei Mystery Islay schon reingefallen, obwohl es ein untypischer Laphroaig war. War aber dann doch schlussendlich kein Lagavulin.
Bei dem hier würde ich jetzt wieder sagen, Lagavulin. Ob es wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Vielleicht weiß ja einer von euch, was es mittlerweile ist. Die Flasche ist ja mittlerweile schon über 2 Jahre alt. Bald 3-jährig. Ja, jetzt auch so eine leichte Teer- und Asphaltnote. Bitumen. Ja, probieren wir mal. Eine schöne reife Stachelbeere vielleicht noch. Jetzt am Schluss. Auch etwas Lakritz. Slange. Kräftiger Antritt, schön pfeffrig, eine leichte Alkoholschärfe, eine kalte Asche jetzt, eine schöne Süße, die jetzt wieder über den Gaumen und die Seiten des Mundes geht. Auch hier wieder etwas dunkle Früchte, etwas Lakritz, Eiche, nicht direkt spürbar, was für das etwas jüngere Alter sprechen würde. Erinnert mich ein bisschen an diese Lager 8 Abfüllung oder Port Askeg 8. Einfach mit ein bisschen mehr Bums. Das Finish ist aufgrund des Rauches relativ lang, der Abgang. Ja, diese Stachelbeere, eine leicht säuerliche Note. Süß aber auch gleichzeitig. Passt sehr gut zu dem ganzen Rauch, zu den maritimen Noten. Ja, eine wirklich süffige Angelegenheit, nicht wahnsinnig komplex, punktetechnisch würde ich jetzt den irgendwo 85, 86 Punkte, würde ich dem jetzt geben, dort in der Region einreihen. Schöner Sherry, fast gereifter Islay Whisky mit schönem Rauch, mit schönem Süße, nicht allzu komplex, locker lässig. Jetzt mit ein bisschen Wasser. Ja, wird er gleich nochmal etwas süßer, der Rauch geht ein wenig zurück. Ja, jetzt haben wir auch eine leichte, was ist das? Eine leichte Marmeladennote, aber... Eine leichte Erdbeere vielleicht, ja. Auch dezent Schokolade jetzt. Ja, der Rauch weicht jetzt wirklich ein gutes Stück zurück und lässt die süßen Aromen nach vorne kommen. Jetzt auch etwas Karamell und Vanille. Aber die Vanille geht mehr in so Richtung Tonka. Tonka-Bohne. Für diejenigen, die das nicht kennen, Tonkabohne ist, ja, wie soll ich das sagen, das ist ja relativ giftig, wenn man nicht weiß, wie man die zubereiten muss, hat aber einen extremen Vanillegeschmack, der aber ein bisschen noch mehr ins, wie soll ich sagen, einen leicht künstlichen Touch noch hat. Es geht jetzt so in die Richtung. Tonkabohne ist einfach extrem intensiv. Dieser Vanille-Touch geht jetzt mehr in die Richtung. Etwas Tonkabohne, etwas Erdbeere. Ja, gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, auch im Mund eine leichte Veränderung in Süße. Die Asche ist nicht mehr so präsent.
Der Abgang bleibt gleich. Leichte kalte Asche. Etwas, ja, zartbitter Schokolade jetzt. Und eine, ja, eine Spur von Haselnüssen gerösteten. Ja. Ja, alles im Allen. Ein cooles Teil. Wenn Freunde vorbeikommen, locker lässig ein paar Drams kippen, da passt der perfekt. Das ist jetzt auch nicht ein Whisky, wo man sich stundenlang den Kopf zerbrechen muss, über die Aromen und alles. Ich denke, es ist ein junger Lagavulin aus einem Sherryfass. Second Fill. Vielleicht sogar Third Fill. Die Sherry-Aromen sind schon da, aber eher dezent. Der Rauch und das Maritime mit ein bisschen Wasser, ein bisschen schwächer. Ohne Wasser sind die noch klar im Vordergrund. Eine harmonische Sache. Keine Fehlnoten. Aus meiner Sicht jetzt. Ja, ein tolles Teil. Das war das Video zum South Islay vom Brühler Whisky House von der Abfüllungsserie A Dream of Scotland. Wie gesagt, zum Fazit ein Easy Islay Dram mit Süße, mit Rauch, mit maritimen Noten, etwas Schokolade, etwas Nüssen. Ein Easy Drammer für meine Begriffe, nicht schlecht. Ist halt ein Nas. Normalerweise nicht so mein Beuteschema, aber hier muss man sagen, wir haben sonst eigentlich alles, was das Nerdherz begehrt. Wir haben Fassstärke, wir haben keine Kühlfiltrierung, wir haben keine Färbung. Es ist ein Single Cask, halt einfach kein Alter. Aber es ist jetzt aus meiner Sicht eher etwas Junges. 6 bis 7 Jahre würde ich jetzt tippen. Ich würde tippen, dass ein Lagavulin ist. Kann ich natürlich völlig daneben liegen, aber dann sei es halt so. Punktemäßig ca. 5,86. Passt so. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, setzt doch ein Abo, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen möchtet. Setzt einen Like, macht einen Kommentar. Kennt ihr die Abfüllung? Habt ihr die Abfüllung offen? Was sind eure Eindrücke? Schreibt es mir in die Kommentare, es würde mich interessieren. Ansonsten eine schöne Zeit, einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.